Beim Rundfunk, der Ansager sagt um 12 Uhr noch. Damit ist unser Programm beendet, will nach Hause gehen, kommt einer auf ihn zu und sagt, dein Kollege ist krank geworden, du musst ja morgen früh um 4 Uhr schon wieder hier sein. Was, kann ich doch gar nicht schlafen. Doch, du musst gleich die Frühmusik ansagen von Rimski-Korsakow, die Sehnsucht eines Hirtenmädchens. Sagt er also, die Sehnsucht eines Hirtenmädchens von Rimski-Korsakow. Quatsch, sagt der andere, von Rimski-Korsakow. Ach so, von Komski-Rirsakow. Nein, Herr Gott, nochmal von Rimski-Korsakow. Blöder Name, sagt der Kamski-Rirsakow, Rimski-Korsakow. Wiedersehen, ich muss schnell nach Hause. Setz dich ins Auto und jetzt geht das in dem Kopf rum. Rimski-Korsakow, Komski-Rirsakow, Rimski-Korsakow, Komski-Rimski-Bums, die immer hin und her. Der kommt nach Hause zu seiner Frau, sagt, du, ich muss gleich ins Bett, gleich ins Bett. Ich muss morgen früh schon um 4 Uhr wieder da sein. Aber wie heißt der Komski-Rirsakow, Rimski-Korsakow? Sagt sie, Rimski-Korsakow, meinst du doch? Ja, den meine ich, den meine ich. Gute Nacht, mein Schatz, rein ins Bett. Kann ich einschlafen? Um 3 Uhr fällt er in tiefen Schlaf. Wacht erst um 3:45 auf. Um Gottes Willen, ich muss um 4 im Funk sein. Rein in die Klamotten, rein ins Auto mit Vollgas durch die Stadt zum Funk. Und dann geht's wieder. Rumski-Kirser, Kumski-Kirser, Rumski-Kirser, Rumski-Kumski, Bumsi-Bumsi. Er kann's nicht fassen. Ihm steht Schweiß auf der Stirn, kommt rein und sagt, ich schaff den Abend nicht, ich schaff den Abend nicht. Was mache ich? Du wirst es schon schaffen. Mensch, du musst rein, halbe Minute noch. Rein. Er rein ins Studio. Da kommt Rotlicht. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schon so früh unterwegs? Na, Sie müssen jetzt zur Arbeit. Wir wollen Ihnen den Morgen ein bisschen versüßen. Wir spielen Ihnen zuerst von Rimski-Korsakow. Alles hinter der Scheibe. Bravo, bravo. Die Dehnsucht eines Sirtenmädchens. Der Wunderdoktor wird in der Kleinstadt erwartet. Der ganze Marktplatz steht gerammelt voll. Alles wartet auf die Ankunft des Wunderdoktors. Nun kommt er auch an mit seinem Auto, dem großen Wohnwagen hinten dran. Steigt aus, steht jemand vor ihm auf Krücken. Sagt er, mein Sohn, was möchtest du? Sagt er, ich möchte einmal in meinem Leben ohne Krücken gehen können. Das kann ich verstehen, mein Sohn. Geh bitte hinter den Wagen. Der also ab hinter den Wagen. Kaum ist er hinter dem Wagen, steht ein Nächster vor ihm. Mein Sohn, was möchtest du? Ich möchte einmal in meinem Leben einen klaren Satz sprechen können. Das kann ich verstehen, mein Sohn. Geh bitte hinter den Wagen. Als er hinter dem Wagen ist, sagt er, Nummer 1. Werfen Sie bitte die Krücken über den Wagen. Man sieht die Krücken fliegen. Alles. Oh! Nummer 2. Sprechen Sie bitte einen klaren Satz. Nummer 1 ist gerade eben umgefallen. Die Tür zu einem Laden geht auf. Bring! Es kommt ein Mann herein, geht auf den Verkäufer zu und sagt, Guten Tag, ich hätte gerne ein Stück Seife. Sagt der Verkäufer, Ach, die wollen dich wohl waschen. Passen Sie auf, kommen Sie mal mit. Wir haben hier eine ganz wunderbare neue Waschmaschine. Ein erstklassiges Modell. Passen Sie mal auf, das ist eine wunderbare Sache. Eine Waschmaschine ist ja nur ein einfaches Prinzip. Sagt er, hören Sie, ich möchte von Ihrer Waschmaschine überhaupt nichts wissen. Ich möchte ein Stück Seife, verstehen Sie mich? Ja, passen Sie auf, Sie haben doch aber ganz bestimmt schmutzige Unterhosen. Sie nehmen Ihre Unterhosen, machen die Waschmaschine auf. Nun die Unterhosen rein, machen die Waschmaschine wieder zu. Mich. Machen die Waschmaschine wieder auf. Ganz saubere Unterhosen. Sagt er, hören Sie, das ist gut und schön, aber ich möchte keine sauberen Unterhosen. Ich möchte ein Stück Seife, verstehen Sie mich? Passen Sie auf, wir haben doch ganz bestimmt schmutzige Nocken. Wir nehmen Ihre Nocken, machen die Waschmaschine auf. Geben die Nocken hinein, machen die Waschmaschine wieder zu. Mich. Machen die Waschmaschine wieder auf. Ganz saubere Nocken. Sagt er, hören Sie, jetzt ist doch aber Schluss. Ich habe gesagt, ich möchte ein Stück Seife. Haben Sie mich jetzt endlich verstanden? Hören Sie, die haben doch ganz bestimmt auch schmutzige Handtücher. Die nehmen ihre Handtücher, machen die Waschmaschine auf. Nun die Handtücher hinein, machen die Waschmaschine wieder zu. Mich. Machen die Waschmaschine wieder auf. Ganz einarm, wunderbar saubere Handtücher. Sagt er, jetzt aber Schluss. Verdammt nochmal. Ich habe gesagt, ich möchte ein Stück Seife und damit ist basta. Sagt er, die haben doch aber ganz bestimmt auch Kinder. Sie wollen doch nicht meine Kinder auch noch in die Waschmaschine rein. Nein, aber die haben schmutzige Windeln. Ja, ich weiß, sie nehmen die Windeln, machen die Waschmaschine auf, kriegs und tun die Windeln rein und wisch. Und oh, sagt der andere, da haben die immer einen Fehler gemacht. Die haben lauter Salz im Gesicht, die haben vergessen zu machen.
Jetzt habe ich einen schönen ostpreußischen Witz. Frau Kaludrich Kate trifft Frau Schmel. Sagt sie, wissen Sie, was letzte Woche passiert ist? Mein Mann geht um 9 Uhr aus dem Haus, jeden Morgen. 8:55 klingelt an der Tür, ich mache auf, steht ein Mann. Sagt er, ist Ihr Mann da? Ich sage, nee, mein Mann ist vor 5 Minuten gegangen. Kriegt er mich zu packen, schleppt mich rein ins Schlafzimmer, hat mich verviert. Dann ist er gegangen. Nächsten Morgen, mein Mann ist gegangen, 9 Uhr, wie jeden Morgen. Klingelt an der Tür, 8:55. Ich mach auf, steht ein Mann davor. Sagt er, ich möchte Ihren Mann sprechen. Ich sag, na, ist er gegangen, vor 5 Minuten. Hat er mich gepackt, hat mich geschleppt ins Schlafzimmer, hat mich verviert, hat er mich. Ja, ist er wieder gegangen am nächsten Morgen, was soll ich sagen? Klingelt 8:55, sagt er, ich möchte Ihren Mann sprechen. Ich sag, na, ist er doch gegangen. Hat er mich wieder gepackt, hat mich geschleppt ins Schlafzimmer, hat mich verviert. Ja, nun frage ich Sie, Frau Schmel, was will der Kerl von meinem Mann? Bei einem Bauern klopft es an der Tür. Der öffnet, steht ein Herr draußen, schön in Schwarz, Krawatte um, sagt, entschuldigen Sie bitte, ich komme vom Tierschutzverein. Es ist eine Anzeige gegen Sie bei uns eingetroffen, wegen Tierquälerei. Der Bauer guckt ihn an und sagt, was, Tierquälerei bei mir gibt das gar nicht. Sagt er, darf ich mal bitte Ihren Stall und Ihre ganzen Häuser mal ein bisschen besichtigen? Ja, kommen Sie mit, die gehen durch den Stall, sowas Sauberes hat der noch nie gesehen. Hinten, hinter den Hintern von den Kühen gleich so Fließbänder, der Kot wird gleich beiseite gefahren. Sagt er, toll, ist ja eine tolle Geschichte. Also das muss ja wirklich ein Irrtum sein. Also ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir furchtbar leid. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Besteigt sein Auto, fährt weg. Als er gerade so auf die Straße einbiegen will, guckt er nochmal in den Rückspiegel. Da sieht er hinter sich über den Hof ein Schwein mit einem Holzbein laufen. Denkt er, das darf doch nicht wahr sein. Tritt in die Bremse, Rückwärtsgang rein, wieder zurück, guckt, Schwein weg. Geht wieder zur Tür, klopft nochmal an, der sagt, was wollen Sie denn nun schon wieder? Sag, hören Sie, ich habe da gerade eben, ich weiß nicht, ob ich richtig gesehen habe, aber, es ist eine komische Sache, aber ich bilde mir ein, ich habe gesehen, ein Schwein mit einem Holzbein. Sagt er, na, was meinen Sie denn? Wir wetten wegen einer Schweinshaxe schon ganz Schweinschlachten. Aus Hamburg ein schöner Witz. Eine alte Frau geht über St. Pauli, kommt an der Herbertstraße vorbei. Sie guckt da durch diese Planken durch, sieht die ganzen Mädchen hinter den Fenstern sitzen, guckt, weiß nicht, was sie damit anfangen soll, steht ein Polizist daneben. Sagt sie, Herr Wachtmeister, was sind das alles für Mädchen da drin? Sagt er, ja, Oma, wie soll ich das sagen? Das sind Prostituierte. Na, na, wenn da mal nicht ein paar Nutten bei sind. Drei alte Männer sitzen zusammen. Der eine sagt, tja, ich bin ja nun schon 83 Jahre, ne? Aber gesundheitlich noch ganz da. Ich gehe ein bisschen zu Fuß, ne? Das sind die einzigen Malessen, dass mir die Knie. Nach 50 Meter muss ich mal beten, psch, psch, ne? Also sonst aber wunderbar. Sagt der Zweite. Ja, ich bin nur schon 87, bei mir ist das aber mit die Knie ganz eins. Ah, ne? Ich kann doch ganz weit gehen. Bloß ab und zu sage ich so mal, also mit den Ohren, wie gesagt, ne, also da muss ich schon mal, aber sonst wunderbar alles, sagt der Dritte. Tja, ihr jungen Kerls, ihr könnt klagen, ich bin nun schon 96, ne, aber bei mir ist mir die Gesundheit alles fix in Ordnung. Knie 1a, Ohren, ich höre den Gras wachsen, ne, Augen, ich kann die nächsten 20 Jahre noch mit Ruhe in die Augen gucken. Bloß eins ist nun doch komisch, ne? Ja, gestern Abend, wo ich so im Bett liegen tue, da sag ich zu meiner Frau Elfriede, du Elfriede, ich komm mal gleich nach dir rüber. Das sagt sie, aber Ernst, du warst doch gerade eben erst da. Ja, so schlecht wird das Gedächtnis doch in Alter. Ach, da habe ich gerade, fällt mir ein, da habe ich gerade einen sehr, sehr schönen Muskantenwitz gehört, einen Musikerwitz.
Im Ostblock sind jetzt alle Bässe und alle Schlagzeuge verboten worden. Das macht nämlich immer Dubcheck, Dubcheck, Dubcheck. Es klingelt an einer Haustür. Ein Mann macht auf, steht ein anderer davor, sagt er, bitteschön. Ja, können Sie mir mal sagen, wo hier vis-à-vis ist? Ja, vis-à-vis, das ist direkt gegenüber. Kann nicht sein. Ich komme von da, die haben gesagt, es wäre hier. Ein Neger kommt in ein Restaurant, hier in Hamburg, sagt, guten Tag, Herr Ober. Ich hätte gerne ein Bier. Aber vom Fass bitte. Sagt der Ober, Sie sprechen aber sehr, sehr gut Deutsch, so akzentfrei. Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Sagt er, ich bin erst gestern gekommen. So, gestern sind Sie erst gekommen und da sprechen Sie so akzentfrei Deutsch. Woher sind Sie denn? Sagt er, aus Kamerun. Wie haben Sie denn da so gut Deutsch gelernt? Waren da eine Schule? Nein. Ja, wo haben Sie es denn gelernt? Über einen Kurzwellensender. Ein junger Mann soll zur Bundeswehr. Erscheint bei der Musterung, hat wochenlang drauf trainiert, auf blind zu machen. Kommt rein, völlig blind. Die Ärzte versuchen, den reinzulegen, glauben ihm die Geschichte nicht, aber sie können ihn nicht reinlegen. Er spielt es so fantastisch, sie glauben ihm total blind. Nun wird er entlassen, ist also nicht fähig, zum Militär zu kommen. Abends mit seiner Freundin trinkt er einen und danach sagt er, jetzt geh er ins Kino. Die gehen ins Kino, schön letzte Reihe, setzen sich hin, guckt er beiseite, der denkt, er sieht nicht richtig. Der Stabsarzt, der ihn am Vormittag gemustert hat, sitzt neben ihm. Was nun? Tippt er den an und sagt, ach Entschuldigung, gnädige Frau, bin ich hier richtig im Bus nach Barmbek? In einem großen Warenhaus ist in der Anzugabteilung ein neuer Verkäufer. Er hat zwar einen kleinen Sprachfehler, ist aber eine ganz enorme Verkaufskanone. Der Chef hat davon gehört, der verkauft alles. Der verkauft sogar die Anzüge vom letzten Jahr, die holen die aus dem Keller raus, hängen den bei dem rein, das geht alles weg wie warme Semmeln. Nun freut sich natürlich der Chef sehr darüber, aber irgendwo wurmt es ihn auch. Denn er hat ja auch mal klein angefangen als Verkäufer, hat nie so eine großen Erfolge gehabt. Er sieht sich das eine Weile mit an, dann sagt er zu seinem Schneider, Schneider, komm mal her, pass mal auf, den müssen wir jetzt mal irgendwie verladen, den müssen wir irgendwie mal einen Streich spielen. Toll, sagt der Schneider, gerne mit dabei. Also pass mal auf, du gehst runter in den Keller, holst Flicken so bunt wie möglich, so verschieden wie möglich und so klein wie möglich, setzt sie alle zusammen zu einem Anzug und dann wollen wir mal sehen, was der damit macht. Der Schneider sagt, großartige Idee. 3 Tage später ist der Anzug da, aus lauter Flicken zusammengestellt, kariert, Pepita, grün, schwarz, lila, alles durcheinander, sieht toll aus, das Ding. Der Chef sieht sich das an und sagt, prima, ganz große Klasse. Morgens, bevor der Verkäufer kommt, schleichen die sich hin, hängen ihm das ins Regal, reiben sich die Hände, sagen, na, den werden wir reinlegen. Am Nachmittag sagt sich der Chef, jetzt wirst du ihm einen auf den Hut geben, mal sehen, was der gemacht hat. Geht runter. Sag, wie geht's Ihnen denn? Opa, prima, prima, ganz großartig. Aha, aha, wie läuft das Geschäft? Ganz großartig. Mhm, sagen Sie mal, was ist denn da los? Da hat doch heute Morgen noch so ein Anzug gehangen. Der ist gleich weggegangen. Ich werd verrückt. Der ist weg? Gleich weg. Ja, besser Mann, Sie haben den unter Preis verkauft. Der sollte 300 Mark kosten. Nein, 300 Mark, gleich weg. Ja, na, sowas. Was hat denn der Kerl dazu gesagt, der den gekauft hat? Ach, der hat gar nichts gesagt. Nur der Blindenhund hat geknurrt. Jetzt noch mal ein Hamburger Witz. 2 Männer treffen sich. Der eine sagt zum anderen, du hör mal, du bist doch schon seit 10 Jahren verheiratet. Ich bin seit 3 Jahren verheiratet. Du 3 Jahre dieselbe Frau. Na, du weißt, wie das ist.
du bist doch jetzt 10 Jahre verheiratet, du hast doch bestimmt Adressen, so, wo man vielleicht sich mal so hinwenden kann, so, was, wie? Sagt der andere, nee, da bin ich dann blöd, ich bin verheiratet, ich kann doch keine Adressen mit mir rumtragen, wenn das meine Frau findet, um Gottes Willen, das geht doch nicht, nein, aber ich habe einen guten Tipp für dich. Pass mal auf, du gehst nach Feierabend zur S-Bahn, kaufst dir eine Karte, fährst raus nach Blankenese, in Blankenese stehen die ganzen Frauen und holen ihre Männer ab, die von der Arbeit kommen. So ein, zwei bleiben immer alleine stehen. Mit den Frauen ist es ganz einfach, ganz leicht. Außerdem nachher gar keine Schwierigkeiten, sind ja selbst verheiratet. Oh, sagt ihr, das ist eine gute Idee. Fantastisch. Ein arbeitsamer Tag. Nach 5 denkt er, na, du willst es noch probieren. Geht zur S-Bahn, steigt in die S-Bahn ein, schläft ein in der S-Bahn. Wacht erst im Wedel auf. Geht raus, verdammt nochmal, sagt er. Wedel, hast du Blankenese verpasst, aber ist egal, was in Blankenese geht, muss auch in Wedel gehen. Stellt sich an die Seite, guckt, wartet. Tatsächlich eine Frau bleibt stehen. 2, 3 Züge, geht er zu ihnen und sagt, ach, gnädigst, entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, dass ich Sie anspreche, merkwürdig, Sie stehen hier so alleine, ich stehe hier so alleine, Sie sind vielleicht auch versetzt worden wie ich, könnten wir nicht da drüben vielleicht in ein Restaurant gehen und einen Cognac zusammen trinken? Sagt die, was heißt eigentlich im Restaurant? Wir gehen doch zu mir nach Hause, trinken bei mir zu Hause den Cognac. Denkt er, das klappt aber doll. Guter Tipp. Sagt er, gerne gehen wir zu Ihnen, die gehen zu dir nach Hause, trinken den Cognac. Es dauert gar nicht lange, da geht's schon ab ins Schlafzimmer. Vergessen Zeit und Raum. Auf einmal poltert es ungeheuer in der Zimmertür. Der Mann steht da, guckt rein, sagt, nein, zu seiner Frau, nein, dass du mich betrügst. Ich hätte es nie gedacht. Ich schaff die Kohlen an und du gehst mit fremden Kerls in die Bett. Nein, ich hätte es nie gedacht. Eine Schande. Geht auf den Mann zu und sagt, und du Idiot, hier hab ich gesagt, du sollst im Blankenese aussteigen. So, nach diesem etwas kaputten Witz wollen wir uns eine kleine Pause gönnen und mal einen trinken. Ne? Jetzt ein Witz. Das sind eigentlich 2 Geschichten, die zusammengehören. Der eigentliche Witz geht so, dass ein Elefant durch die Wüste kraxelt, kurz vorm Verdursten ist. Er kann nicht mehr und da sieht er in der Ferne einen Fluss. Mit seiner allerletzten Kraft kann er sich noch an diesen Fluss heranschleppen, taucht seinen Rüssel in das Wasser ein, saugt das Wasser in sich hinein, da kommt ein Krokodil angeschwommen und beißt ihm ein Stück vom Rüssel ab. Taucht auf, schmatzt und grinst den Elefanten an. Da sagt der Elefant, das finden die wohl noch witzig. Diesen Witz hat jemand seit Jahren auf Lager, hat den nirgendwo anbringen können. Eines Tages ist er auf einer feinen Party eingeladen. Alles sitzt beim Essen. Da denkt er, jetzt ist mein Moment gekommen. Ich kann meinen Witz erzählen. Klopft ans Glas. Sagt, meine Damen und Herren, ich habe da an dieser Stelle also eine ganz fantastische Geschichte, muss ich Ihnen da erzählen. Wissen Sie, eine ungeheuer lustige Geschichte. Das ist nämlich folgendes, ein Elefant, der ist in der Wüste, nicht? Und die Sonne brennt heiß auf ihn hernieder, sehr heiß. Sie wissen ja vielleicht, Wüste, sehr heiß von oben, die Sonne direkt von oben, nicht wahr? Und das peinigt diesen Elefanten ja sehr, nicht wahr? Und Verdunstung, kein Wasser, nichts mehr, nicht? Und da bricht er auch schon zusammen, bums, liegt er da, nicht? Und nun kann er noch gerade sein linkes Auge öffnen, schaut in die Ferne, ein Fluss. Eine Fata Morgana? Nein, wirklich ein Fluss. Und so kann er sich, sonst ja ein sehr kräftiger Kerl, kann sich also nochmal aufraffen und Schritt für Schritt kommt er immer näher an diesen Fluss heran. Doch da 2 Meter vor dem Fluss bricht er abermals völlig erschöpft zusammen. Welch ein Glück! Der Rüssel fällt nach vorne in den Fluss hinein. Und so saugt er das Wasser nass. Er saugt es, das Leben, er saugt es in sich hinein. Da kommt doch so ein böses, böses Krokodil. Beißt ihm solch ein Stück vom Rüssel ab. Und unverschämterweise taucht es noch auf und schmatzt und grinst den Elefanten an. Da sagt der Elefant, um Gottes Willen, jetzt sieht er, der Hausherr hat eine Hasenscharte. Das kann er nicht weitererzählen. Was macht er nun? Da,
springt der Elefant auf und schmerz gepeinigt. Springt auf und schreit natürlich, tut ja weh, das ist klar, und dann rast er zurück in Urwald zurück und schreit nach 20 seiner Artgenossen, Hilfe, Hilfe, mein Rüssel, und die kommen auch angelaufen und die alle wieder zurück zum Fluss und suchen das Krokodil, kein Krokodil, kein Rüssel, und da steht der Hausherr auf und sagt, das finden die wohl noch witzig. Ein Mann betritt eine Drogerie, geht auf den Verkäufer zu, der Verkäufer sagt, bitte schön, der Herr, sagt er, ach so, ja, wie war das nochmal genau? Ach so, das haben wir ganz hinten, das muss ich wohl von hinten holen. Augenblick bitte, Sie haben einen Augenblick Geduld, ja? Geht nach hinten zu seinem Kollegen und sagt, du, um Gottes Willen, da ist vorne einer, der hat einen Sprachfehler, also... Du, da verstehe ich kein Wort. Sagt er, na, lass doch, der Geehrte bedienen ich. Ich weiß doch, Spezialist auf Sprachfehler. Kommt nach vorne und sagt, der Herr, bitteschön. Ach so, das meinen Sie? Ach, das haben wir ja ganz hinten schwer zu besorgen. Sie haben einen Augenblick Geduld, bitte, ja? Geht nach hinten und sagt, um Gottes Willen, nein, den verstehe ich aber nicht. Was machen wir denn? Sagt er, Anne, du, ich habe mir gerade überlegt, wir haben doch im Keller den Heizer, der hat doch auch einen Sprachfehler. Der wird ihn bestimmt verstehen. Na, großartige Idee, sagt der andere. Die beiden also toben runter in den Keller. Sagen zum Heizer, also hör mal zu, Heizer, oben ist einer, der hat einen Sprachfehler wie du. Wir verstehen ihn nicht, du verstehst ihn doch bestimmt. Tu uns den Gefallen und bedien den mal. Der Heizer also hoch, man hört oben, bringt Kracks, Tür zu. Heizer kommt mit geschwollener Brust wieder runter. Die klopfen mir auf die Schulter und sagen, Heizer, hast du fantastisch gemacht. Bloß, jetzt sag uns mal, was hat der überhaupt gewollt? Eine sehr schöne Geschichte. Ein junges Mädchen betritt einen Laden und sagt, ich hätte gern einen Papagei. Ach, junge Frau, da haben wir ein fantastisch, hier ein ganz junges Tier, sehr, sehr begabt. Er kann sogar schon etwas sagen. Er sagt zwar nur einen Satz, er sagt, wer ist das? Aber Sie sehen, sehr begabt, der wird noch sehr viel lernen, so jung wie er ist. Sie kauft den Papagei, geht stolz damit nach Hause, will ihm zu Hause beibringen. Du heißt Butschi Butschi. Der sagt nichts. Guten Morgen, Butschi. Wer ist das? Nein, du heißt Butschi Butschi. Wer ist das? Guten Morgen, Butschi Butschi. Wer ist das? Sie kann diesem Papagei nichts beibringen. Allmählich wird die alt. Sie wird 50. Der Papagei, den hat sie wahrscheinlich schon 100-jährig gekauft. Der ist bestimmt schon 130 inzwischen. Nichts dem Tier beizubringen. Sie hat sich damit abgefunden. Eines Tages geht der Wasserhahn nicht. Sie ruft den Klempner an, sagt, er möchte bitte kommen. Den Wasserhahn in Ordnung machen. Nun dauert das, der Klempner kommt nicht. Ach, denkt sie, wenn es schon so lange dauert, dann kann ich ja inzwischen noch mal eben Milch holen gehen. Der wird bestimmt in den 5 Minuten nicht kommen. Sie geht Milch holen. Direkt nachdem sie das Haus verlassen hat, kommt der Klempner. Ein älterer Herr, etwas herzkrank, klopft an die Tür. Von drin. Wer ist das? Der Klempner. Nichts tut sich. Wer ist das? Der Klempner. Nichts tut sich. Er riecht sich allmählich auf. Warum macht die denn nicht auf? Verdammt, warum? Wer ist das? Der Klempner. Nichts tut sich. Wer ist das? Der Klempner. Bruch, fällt der Alte um. Da kommt die Frau nach Hause mit ihrer Milchkanne, sieht den liegen, sagt, wer ist das? Kommt von drin. Der Klempner. Ein Mann ist seit Jahren beim Theater. Eines Tages ein neuer Regisseur sagt, wir brauchen da irgendeinen würdig aussehenden Herrn, der soll da einen Satz sprechen. Sie, kommen Sie mal her. Ja, ich glaube, das ist das Richtige. Ich habe eine Sprechrolle für Sie. Nein, eine Sprechrolle? Fantastisch. Ach nein, da habe ich mich ja schon Jahre drauf gefreut. Ach, das ist ja so schön, was zu sprechen. Ach, da freue ich mich ja drauf. Sie haben zu sagen... Der König ist tot. Ist nicht viel, aber es ist doch sehr wichtig. Es ist immerhin eine sehr tragende Rolle in diesem Falle, doch weil da doch die Bestürzung des Volkes und Sie wissen, was ich meine. Ach, ist das schön. Eine Sprechrolle. Wunderbar. Tag der Probe. Es kommt die Szene. Der tritt raus und sagt,
Der König ist tot. Stopp, halt, sagt der Regisseur. Wie sagen Sie denn das? Herr Gott, nochmal, das kann man doch anders sagen. Sie sagen doch hier etwas Trauriges. Das Volk ist bestürzt nach dem, was Sie sagen. Ist das klar? Ja, das ist klar. Also nochmal die Szene. Der König ist tot. Nein, ich werde wahnsinnig, bester Mann. Kommen Sie her. Also passen Sie auf. Sie haben dort auch was ganz Trauriges. Also Sie treten raus und sagen, hört zu, Leute, ich bringe euch eine ganz traurige Nachricht. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Der König ist leider gestorben. Verstehen Sie das? Das haben Sie doch zu sagen. Ja, ja, das verstehe ich schon. Also bitte nochmal diese Szene. Der kommt raus. Also hört zu, Leute, ich habe euch was ganz Trauriges zu sagen. Der König ist nämlich leider gestorben. Ja, ich werde wahnsinnig, Mann. Kommen Sie her, sind Sie denn verrückt geworden? Sie sollen doch gar nichts dazu erfinden. Sie sollen doch sagen, der König ist tot, ist das klar? Ja, ja. Also passen Sie auf, wir wollen mal ganz, ganz in Ruhe drüber reden. Also passen Sie auf. Also, Sie stellen sich am besten vor, Ihr bester Freund wäre gestorben. Ach nein, dann mag ich die Rolle aber nicht. Wir bleiben beim Theater. Probe. Der Regisseur sagt, an dieser Stelle muss irgendjemand über die Bühne gehen. Sie hinten, junger Mann, gehen Sie mal über die Bühne. Der geht los, wackelt ungeheuer mit den Hüften. Sagt er, hören Sie mal, Mann, stopp, wieder zurück. Können Sie nicht mal normal gehen? Gehen Sie jetzt über die Bühne. Der wackelt wieder los mit den Hüften über die Bühne. Mann, nochmal zurück. Was soll denn das? Können Sie nicht mal gehen wie ein Mann? Sagt der Hachgott, für so eine kleine Gage auch noch eine Charakterrolle. Graf Zitzewitz steht am Fenster, schaut über den Kasernenhof, sieht Leutnant Schulze über den Kasernenhof gehen. Leutnant Schulze, bekannt dafür, der adretteste Mann vom ganzen Bataillon zu sein. Guckt, denkt, verdammt nochmal, der Kerl hat ja keinen Säbel um. Fenster auf und schreit, Schulze, hochkommen! Jawohl! Der rennt zum Haus. Kurz bevor er reingeht zum Graf Zitzewitz, schaut er sich nochmal im Spiegel, verdammt nochmal, kein Säbel um. Was mache ich? Da hängt der Säbel vom Zitzewitz an der Seite. Er den Säbel um, geht rein. Herr Graf, sagen Sie mal, Schulze! Wie geht's eigentlich Ihrer Frau Mutter? Sehr gut, Herr Graf. Ach so. Dann können Sie gehen, Schulze. Der geht raus, hängt den Säbel wieder an, geht wieder über den Kasernenhof. Zitzewitz guckt. Ja, verdammt nochmal. Fenster auf. Schulze, hochkomm! Schulze wieder hoch, wieder den Säbel um, wieder rein. Herr Graf, sag mal! Wie geht's eigentlich Ihrem Herrn Vater? Ganz ausgezeichnet, Herr Graf. Also, können Sie gehen. Der wieder raus, hängt wieder den Säbel an, geht wieder über den Kasernenhof. Guckt er, ruft seine Frau. Elfriede, komm mal her. Ja, was ist denn? Schau mal raus, wer geht da? Na, Schulze, der adretteste von den ganzen Offizieren. Richtig, was fällt dir an dem auf? Ja, was soll ich sagen? Der hat ja gar keinen Säbel um. Siehst du, denkst du, der hat doch einen um. Graf Zitzewitz sitzt bei seinem Friseur, sagt, Figaro, Sie haben immer so dolle Witze auf Lager. Erzählen Sie mal einen Witz, ich will heute Abend Casino einen Witz erzählen, ja? Sagt er, ja, Herr Graf, einen Witz weiß ich nicht so direkt, aber ich habe ein nettes Rätsel. Passen Sie auf, es ist meines Vaters Sohn und meiner Mutter Sohn und es ist doch nicht mein Bruder. Wer ist das? Das ist schwer. Also es ist der Sohn von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter, nicht der Bruder. Na, das weiß ich nicht. Ja, das bin ich selbst, Herr Graf. Ah, dolles Ding, werde ich am Casino erzählen. Also das werde ich erzählen, kommt ins Casino, sagt, meine Herren, hören Sie mal, ihr dolles Ding gehört. Es ist nicht der Sohn von meinem Vater, es ist der Sohn von meiner Mutter, ist doch nicht mein Bruder, wer ist es? Na, das sind Sie, Herr Graf. Blödsinn, mein Figaro ist es. Er sitzt wieder bei seinem Friseur, sagt, erzählen Sie mal mir wieder so ein dolles Ding. Sagt, er hat wieder ein Rätsel, Herr Graf.
Sagen Sie mal, wie viel Eier können Sie auf nüchtern Magen essen? Sagt er, Eier auf nüchtern Magen? Na, sagen wir mal 3. Sehen Sie, das geht gar nicht. Wenn Sie ein Ei gegessen haben, ist der Magen ja gar nicht mehr nüchtern. Ah, toll. Tolle Sache. Also gut, werde ich heute am Casino erzählen. Kommt ins Casino rein und sagt, meine Herren, hören Sie mal her, den Krause da, den werde ich jetzt, den werde ich reinlegen, den lege ich rein. Krause, kommen Sie mal her. Jawohl, Herr Graf. Also sagen Sie mal, wie viele Eier können Sie auf nüchternen Magen essen? Ja, also da muss ich mal überlegen, Herr Graf. Den lege ich rein. Also pass auf, den lege ich rein. Den Krause lege ich rein. Sagen Sie, Krause, wie viele Eier können Sie auf nüchternen Magen essen? Ja. Na, ich würde sagen 4. Schade. Wenn der 3 gesagt hat, hätte ich einen Dollwitz gemacht. Zwei Männer gehen in eine Kneipe, sitzen da zusammen, sagt der eine zum anderen, du lass es doch mal knobeln, Mensch. Knobeln macht immer Spaß, ein Bier ausknobeln. Sagt der andere, nein, man darf hier nicht mehr knobeln, der Wirt hat das verboten, aus mit der Knobelei. Tja, was machen wir denn nun? Ja, also pass mal auf, ich habe da was ganz Neues gehört. Wir reimen. Und der, dem zuerst kein Reim mehr einfällt, der muss einen ausgeben. Gute Idee, sagt der andere. Ja, du musst aber anfangen, ich kenne das ja nicht, nun mach du mal was. Sagt er, pass auf, ich reime jetzt. Ich bin der Herr Silvester und mach's mit deiner Schwester. Sagt der andere, du Schwein, das kannst du nicht sagen, Unverschämtheit, mit meiner Schwester machst du das nicht. Sagt er, nein, pass mal auf, das ist ja gar nicht wahr. Das ist doch nur des Reimes wegen, verstehst du, damit wir jetzt von wegen der Reimerei... Ach so, sagt der andere, ja, dann habe ich das begriffen. So, jetzt bist du dran. Sagt er, pass auf. Ich bin der Herr Silvester und mach's mit deiner Frau. Oh, du Blödmann, das reimt sich doch überhaupt nicht. Ja, das ist aber wahr, ja. Zwei Schweizer treffen sich. Sagt der eine zum anderen, du, hör mal, du hast doch schon eine Schiffsreise gemacht. Sagt er, ja, ich habe schon eine Schiffsreise gemacht. Nächste Woche muss ich nach New York fahren. Kannst du mir ein paar Ratschläge geben? Was muss ich da beachten? Ja, sagt der andere, da musst du zuerst beachten, das Schiff geht immer hoch und runter. Da kann dir sehr schlecht werden, da brauchst du Anti-Schlecht-Tabletten. Aha, Anti-Schlecht-Tabletten, schreibt er sich auf. Was muss ich noch beachten? Ja, da musst du beachten. Da gibt es sehr viel alleinstehende Frauen. Die ziehen dich in die Kabinen rein. Da brauchst du Verhüterli. So, Verhüterli, schreibt er sich auf. Ist das alles? Ja, das ist alles. Ja, merci vielmals, bitteschön. Geht rein in die Apotheke, sagt zum Herr Apotheker. Ich möchte gerne 100 Verhüterli. 100? Ja Gott, 100. Ja, bitteschön. Legt ihm das hin. Dann möchte ich 100 Anti-Schlecht-Tabletten. 100? Ja, bitteschön. Das macht 30 Franken. Bezahlt, will gerade rausgehen, da sagt der Apotheker. Einen Augenblick, bitte. Ich möchte nicht in Ihre Intimsphäre eindringen. Aber sagen Sie, warum machen Sie das so vielen, wenn Ihnen danach so bäumig schlecht wird? Zwei Schweizer sitzen sich gegenüber in einem Hotel. In Ruhe zwischen den beiden, gucken sie nicht an. Auf einmal guckt der eine rüber, sagt, entschuldigen Sie bitte. Ja. Kennen Sie vielleicht die Frau Memberly? Sagt der einen Augenblick bitte. Holt sein Notizbuch raus, sagt B, Memberly. Ja, ich kenne die Frau Memberly. Dankeschön, bitteschön, steckt das Notizbuch wieder ein. Nach einer Zeit sagt der Erste wieder, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitteschön. Kennen Sie vielleicht die Frau Memberly auch etwas näher? Einen Augenblick bitte, zückt das Notizbuch, sagt B, Memberly. Ja, ich kenne die Frau Memberly auch etwas näher. Merci vielmals, bitteschön. Entschuldigen Sie bitte. Kennen Sie vielleicht die Frau Memberly auch etwas intim? Einen Moment bitte. Holt das Notizbuch. Memberly. Ja, ich kenne die Frau Memberly auch etwas intim. Merci vielmals. Bitte schön. Steckt das Notizbuch wieder ein. Auf einmal sagt er, Sie, hören Sie, das finde ich aber nicht gut. Ich bin eben der Herr Memberly und die Frau Memberly ist meine Frau. Sagt er einen Augenblick bitte. Zieht das Notizbuch. Sagt Memberly.
Ja, Sie haben recht. Ich fand es auch nicht gut. Ein Tenor kommt zur Oper, geht zum Intendanten und sagt, ich möchte gerne bei Ihnen vorsingen. Sagt der Intendant, das lässt sich machen, bester Mann. Morgen Vormittag hat Orchester Probe. Dann werden Sie etwas singen können. Am nächsten Morgen kommt der Tenor, Schal um. Der Intendant sagt, meine Herren, hier ist ein neuer Tenor, der möchte etwas vorsingen. Bitte schön, was möchten Sie singen? Da sagt er, ich singe Essa Musa Wasser. Sagt er, tut mir leid, aber Essa Musa Wasser, tut mir leid, das kennen wir nicht. Da haben wir auch gar keine Partitur von da. Was machen wir da? Sagt er, das macht gar nichts, ich werde mich selbst am Pianoforte begleiten. Macht er Ding. Essa Musa Wasser, wunderbares Sein. Bei einem Besitzer einer Nachtbar klingelt es morgens um 10. Der schläft natürlich noch, ne? Uns ab und sagt, ja, hier, Müller, Maxim. Sagt er, ha ja, ich wollte nur fragen, wann macht denn Ihre süße kleine Bar wieder auf? Sagt er, Mensch, so früh mit so einem Quatsch, heute Abend um 8 doch erst. Also, Entschuldigung, Licht wieder auf. Es ist nachmittags um 4, es klingelt wieder, denn ab Müllerbesitzer von Maxim. Sagen Sie mal, Ihr süße, kleine, süße Bar, wann macht die wohl auf, wie? Sagt er, hören Sie mal, ich habe Ihnen gesagt, um 8 Uhr und wenn Sie so weiter saufen, kommen Sie erst gar nicht rein. Wie rede ich hier denn vom Rhein? Ich will raus.